So, ihr Lieben, ich habe jetzt die Platzzelle ausgerichtet. Diese Tischdecke hat für mich einen Vorteil. Hier sind Punkte drauf. Also habe ich gezählt. Hier habe ich 4 Punkte rechts, 4 Punkte links. Also habe ich die Mitte genau getroffen. Das habe ich drüben auch gemacht. Zum Eindecken gibt es jetzt Folgendes. Ich habe das einmal in einem Film mal gezeigt. Wir müssen immer beim Eindecken darauf achten, dass die Linien hier eine Linie bilden. Man deckt also nicht in der Rundung des Tisches. Die Rundung ist ganz einfach, das macht man nicht, weil um die Gläser stehen und dann hätte man ja eine Unordnung in den Gläsern. Wenn man nicht sicher ist, wie man das macht, zeigt einmal ganz kurz, was ihr zuerst macht und daraus eure Schlüssel zieht. Also ihr deckt erst einmal die rechte Seite einmal ein mit den entsprechenden Gedeckteilen. Wir haben heute, sage ich mal, einen Hauptgang. Wir haben ein fischiges Zwischengericht. Wir haben eine klare Suppe. Und wir haben eine Vorspeise. Jetzt habe ich alle Besteckteile auf dem Tisch. So, um mich jetzt zu orientieren, mache ich Folgendes. Ich nehme meinen Zollstock, gucke nach, wir hatten hier einmal diesen L-Griff 0,5 cm und gehe mit dem Zollstock einmal darunter. So, damit habe ich die Abstände ausgemessen. Als Fachpraktiker weiß ich, weil ich das 30, 40 Jahre mache, ich lege meinen Daumen so drunter und habe jetzt den Abstand genau zum Hauptgang. Das heißt also, mein Hauptgangmesser liegt genau diesen Abstand vom Daumen, den ich abgemessen habe, von der Tischkante. Ich kann auch Kugelschreiber nehmen. Also ich sage so, pass mal auf, da, Kugelschreiber, aha, das ist genau da, wo der erste Nürnberg ist. Bis dahin muss ich alle Messer einlegen und das funktioniert immer. So, das zur ersten Richtung. Das heißt also, wenn ich jetzt auf deiner Seite die Gabel eindecke, das machen wir mal, einfach um es zu zeigen, greife ich auf die andere Seite. Das mache ich dann auch, damit ich halt eben gleich auf dem Tisch stehe. Jetzt decke ich die rechte Seite ein, decke extra mal nur die Hauptgabel ein. So, jetzt kann ich meinen Kugelschreiber nehmen. Ich hatte gesagt, bis zum ersten Ring und schiebe das so. Möglichkeit 1. Ich kann meinen Finger nehmen und vom Gefühl her richtig. Jawohl. So, jetzt habe ich quasi die rechte Seite eingedeckt, die linke Seite eingedeckt. Jetzt hatten wir als nächstes die Fischgabel. Die Fischgabel ist genau an der Endlinie der Hauptgabel einzudecken. Und wir decken die Vorspeisengabel jetzt wieder unten auf die Linie. Wir müssen natürlich versuchen, unten zu treffen. Wir können nachher nochmal mit dem Lineal nachschauen, ob das funktioniert. So, gut. Das ist aber jetzt nur einmal zum Üben als erster Einstieg. Generell mache ich das nicht so. Wie ich das generell mache und warum, erkläre ich euch jetzt. So, generell, wenn ich diese Übung gemacht habe, decke ich nur den Hauptgang ein. Das Eindecken eines runden Tisches ist tatsächlich die schwierigste Übung überhaupt. Ich gucke, Messer gerade, Gabel gerade, jawohl. So, jetzt gehe ich zum gegenüberliegenden Kuvert. Und decke auch Messer und Gabel. Ich stelle mich extra seitlich, damit ihr sehen könnt. So, vom Gefühl her. Damit es schon mal ein bisschen gut ist, nehme ich meinen Daumen runter, weil ich lade das schon. Okay. Ob es gerade liegt, korrigiere ich gleich. So, Hand wechseln. Große Gabel. Kontrollfinger. Probieren wir aus. Okay, das funktioniert. So, das mache ich jetzt bei allen Kuverts. Gleich. Warum mache ich das? Warum decke ich das alles an? Ganz einfach. Jetzt kontrolliere ich meine Bestecke, ob sie gerade liegen. Ich gehe schon zurück und gehe nachgucken, ob sie genau gerade liegen. Wenn ich ein gutes Gefühl habe, reicht eigentlich der Blick. Wenn ich ein schlechtes Gefühl habe, kommen wir zum ersten Tipp, zum ersten Trick. Ich hatte euch ja bei mise en place gesagt, wir können mit verschiedenen Papieren arbeiten. So, die liegen jetzt daneben, genau parallel zu einer Platzzelle. Ich mache extra mal zwei verschiedene. Jetzt können wir gucken, ob das stimmt. So, jetzt kann ich genau die Parallele sehen, ob die Abstände stimmen. Ich kann gucken, aha, das Messer ist unten, ganz rüber. So, wunderbar. Die Gabel liegt eigentlich schon mal ganz gut. Schaut euch das einmal in Ruhe an. Und das machen wir bei allen Kuverts. So. Oft gibt es Diskussionen, wie breit muss der Abstand zwischen den Kuverts sein. Der Kuvertabstand ist immer so, dass eine Scheckkarte dazwischen passen sollte. Ihr seht das, das passt. Die Scheckkarte steht, mal ein bisschen gerade, mal ein bisschen schiefer. Man sagt also, eine Scheckkarte Platz zwischen den Besteckteilen sollte sein. Im Regelfall, sage ich immer, ist das sehr überschrieben, aber ein Blick darauf reicht mir ja, wenn ich geübt bin, ob das funktioniert oder nicht. Ihr seht, aha, perfekt. Ja? So, das kann man jetzt überall spielen, wenn man will. Zu Beginn, zur Übung vielleicht ganz gut. Aber man sollte es ja nicht übertreiben.
So, wir nehmen unsere Hilfsmittel wieder weg. Ich decke exemplarisch jetzt zwei Kuverts genau gegenüber für euch ein. So, jetzt schaut mal aus der Nahperspektive. Wir decken jetzt genau in die Linie unser Fischmesser. Werfen einen Blick drauf, ob das gerade liegt. So. Ihr seht auch immer, ich versuche immer die Bestecke seitlich zu greifen, dass ich keine Fingerabdrücke drauf bekomme. Ich versuche immer so zu greifen. Seht ihr? So. Und mit dem Finger unten vor. Aufpassen bei den Suppenlöffeln und bei den Fischbestecken. Wir haben hier die Rundungen. Das kann das Gefühl entwickeln, dass es schief liegt nachher. Aber das zeige ich euch gleich einen Trick. Auch hier seht ihr, ich greife so. So. Mein Kontrolltrick. Daneben legen. Jetzt habe ich quasi einen Kanal. Einen Schritt zurückgehen. Und gucken. Und ich sehe, der Suppenlöffel muss ein bisschen nach da. Und das Fischmesser muss ein bisschen nach da. So, habe ich jetzt die Parallelen getroffen? Jawohl. Gut. Okay. Das kann ich liegen lassen. Wir greifen um, gehen auf diese Seite und decken die Fischgabel. Den Zip einmal runter und hoch für die Abstände. Die Vorspeisengabel oben daneben liegen, Test des Abstands. Ihr seht auch, ich greife nicht drauf, ich greife immer seitlich und runterziehen. Der Toastteller kann jetzt gedeckt werden, muss nicht, kann aber schon. Mitte, Mitte, können wir machen. Das Messer sollte so aufgelegt werden, dass es nicht zu weit hier liegt. Dann könnte es runterfallen, ruhig ein bisschen weiter drauf. So. Und als Hilfestellung kann man sagen, okay, es könnte hier oben mit abschließen. Muss man aber nicht. Wichtig ist, Mitte, Mitte versuchen zu treffen. Und wir greifen wieder um und decken dann unser Dessertbesteck, die Gabel da unten, auf die drauf achten, linke Seite, rechte Seite. Oft tun sich meine Schüler, 1, 2, so ein bisschen auf die Abstände achten. Und den da vorne vor. So. So könnte es aussehen. Auf die Abstände achten, auch mal schauen. Und bevor ich immer einen Tisch freigebe, gebe ich einen Schritt zurück und schaue nochmal nach. Ah, das ist jetzt sehr schief. Mal gucken, wie ich nicht verstanden. Indem ich meine Perspektive verändere und von hier gucke, habe ich eine bessere Perspektive zu schauen. So, wir machen jetzt einen Break. Ich werde jetzt alle Kuverts einmal komplett eindecken. Ihr habt jetzt hier regelmäßig gemerkt, wie es geht. Zuerst den Hauptgang eindecken. Dann könnt ihr alle Bestecke weiterdecken, ob ihr jetzt rechte Seite, linke Seite immer wechseldeckt, ob ihr jetzt das Dessert zuerst deckt oder ein Toastteller. Das bleibt euch überlassen, das sind Peanuts. Im Endeffekt zählt dann das Endprodukt. Da müsst ihr so arbeiten, dass ihr am schnellsten fertig seid, weil Zeit ist ja Geld. Okay, wir machen einen kleinen Break und dann geht's weiter.